Leute, was geht ab? Ich bin hier im Queenel Bike Park beim Rose Athlete Summit zusammen mit Bernd. Ja, hallo. Jo. Hi. Vorne ist der Rest der Crew. Tobi. Auf jeden Fall. Hallo. Es sind auf jeden Fall einige hier. Ich glaube über 20 Athleten. Und heute ist Samstag. Wir fahren jetzt die ersten Laps. Und gehen jetzt mal so einen Loma hier auschecken. Genau. Ich würde sagen, ich nehme mich einfach mit auf den Track. Zeige euch im Park ein bisschen, ein paar Laps. Und zeige euch, was hier so abgeht am Wochenende. Meine Brille ist beschlagen. Wow. Wow. Digga. Wow. Alter, das ist... Junge, vor sowas habe ich richtig Angst, ey. Und da bin ich gestern einmal ausgeschleudert. Alter, so schräge Wurzeln habe ich einfach eine Phobie vor. Wie lange kannst du für die Zuschauer mal erklären, was ein Loma ist? Ja, ein Loma sind quasi einfach reingefahrene Strecken in Laub- oder Nadelwaldboden. Bisschen wie Surfen. Du cruist einfach durch komplett loses, lockeres, fluffiges Material. Bist du eher so der Surfer-Typ auch? Ich bin ein Sau der Surferboy. Was man auch an meinen Haaren sieht, kann ich später mal zeigen. Unten, oder? Untenrum, ja, genau. Achselhaare habe ich. Nice. Wir müssen mal so in Chile Loma fahren. Auf diesem Gravel. Es gab keine Runde, wo nicht einer gestürzt ist. Wenn man sich immer irgendwo geschätzt hat. Er hat eine Runde, glaube ich, 4 Stütze gehabt. Sehr gut. Let's go, guys. Und versuch echt nicht deine Füße runterzunehmen. Immer Druck aufs Hinterrad und auf die Pedale. Das ist nicht so schlimm. Und fast gar nicht Vorderradbremse. Alles nur Hinterrad. Der Schlafanzug, der ist es. Hinterradverkauf. Oh! Junge! That's actually pretty scary. Eigentlich kann man so einem Loma mehr vertrauen, als man denkt. Ja. Man muss halt nur vor den Bäumen ein bisschen Acht haben. Ja. Wollen wir einfach? Ja. Wie geil war das? Alter, wie geisteskrank ist das? Ja, das fahren wir jetzt einfach den ganzen Tag, oder? Kann man wohl von dem ersten und zweiten abziehen? Ja, bestimmt. Jo! Alter, wie gut! Aber geil, komm. So, der erste Lowman-Lap war richtig geil. Ist auf jeden Fall mega rutschig. Und schon ein bisschen sketchy, aber hat voll Spaß gemacht, mit allen zusammen da runter zu ballern. Und ja, Wetter könnte gerade tatsächlich nicht besser sein, Sonne kommt raus, richtig nice. Und ja, jetzt fahren ein paar Laps, haben gleich Mittagessen und gucken, was danach noch so geht. Das ist richtig mega geil. Brauchst du so Kamera am Lenker. Ja. So eine dicke aber. Ja. Und noch so ein Selfie-Stick nach hinten raus. Das wäre doch alle geil. Ja. Und noch so ein Media, so eine Warnweste. Ja, und dann brauchst du aber ein komplett schwarz-mattes Fahrrad, ja, das nichts reflektiert. Das Medium-Fahrrad. Wie die Filmautos immer. Viel Fun auf dem noch. Wow! Ja! Alter. Wo warst du denn? Ja, ich bin wieder hinterher gefahren, der ist auf einmal woanders lang. Woanders lang. Bist du wieder hinterher gekommen? Ja.
Ja, ich war die ganze Zeit in der Linie und dann kam ich auch nicht mehr rechts hoch. Okay. Du mal vor, Milan. Warum? Ja, weil du am meisten weißt, wo du jetzt da lang wolltest. Okay, ich mach richtig lang. Wir machen einfach langsam und dann war ich hier. Alter, bist du auch über den Stein? Ja, Mann. Alter. Lass ihn mal weg, direkt. Ich hab den nicht gesehen, Alter. Du gut? Ja. Meine Reifen sind so zu. Ja, Rippen sind okay. Ey, wolltest du Boardslide machen auf diesem Stamm? Ja, genau. Von der Straße über dieses Loch, ja. Zwischen den Holzstamm und dem Platz. Ja, okay. Willst du Tobi nachfahren? Kann ich machen. Oder probieren. Wir sind jetzt hier in unserer Base. Wir haben hier eine Hütte gemietet oben. Genau dasselbe wollte ich auch gerade fragen. Ehrlich? Ja. Das ist die Knopf-Familie. Guten Tag. Geht's euch gut? Super. Ja, was ist da? Cashewkerne und wie heißen die Dinger? Seven vs. Wild essen, ne? Heidelbeeren, ja. Junge, trust me on this combo, wirklich. Ja. Nice. Ja, wolltest du auch filmen? Ich kann sie einfach schicken, wenn du magst. Dann. Schick mir es einfach, genau so machen wir das. Hier ist die Kinderecke. Das ist der Noah. Kannst du mal dich für deine Fans vorstellen? Ja, ich bin Noah. Sehr gut. Und du bist die? Johanna. Sehr gut. Wie alt seid ihr? 15. 17. Ja. Die junge Generation bei Rose. Aber geht schon ordentlich ab. Die kennt ihr schon? Ich möchte nicht auf dem Video sein. Ja, der Tobi will nie bei mir im Vlog sein. Das kränkt mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Der ist natürlich immer nur am Essen. Bist du auch deswegen so groß geworden, oder? Wenn wir noch am Essen müssen. Meist noch ein bisschen Mittagspause und dann geht's gleich wieder los. Wir machen jetzt noch ein bisschen Mittagspause und dann geht's gleich wieder los. Ja, ein paar Mal richtig eng, dass wir wieder da durchfahren. Ich kam einfach nicht mehr rum, Alter. Ich auch nicht, Alter. Aber jetzt, wie ich mein Fahrrad da reingeparkt habe in eins. Perfekt. Die Leute durch, Johanna fahrt vorbei, ja Mann. Geil, die Interline. Alter! Bist du mir auch hinterher, Alter, und komplett abseits. Scheiße. Alter, ich hab's komplett vercheckt. Ja, alle immer sinnlos. Wir wollten gestern auch die Lines, die wir mal vorher eingecheckt haben, nochmal fahren, um die einzubremsen. Ja. Komplett verpasst. Alles. Dann fahr ich hinter dir, Peter. Ja, du, was geht ab? Hallo! Gefällt's dir? Wir haben Spaß. Alle am Start. Tom? Ja, wir haben auch ganz viel Spaß. Yay! Das klang nicht so überzeugend. Sehr gut. Wir haben richtig Spaß, Alter! Schneller als wir. Ja, wollen wir ja noch fahren. Können wir, oder was? Ja. Jump! Okay, Jump! Jump!
Let's go, let's go, let's go, let's go! Next, 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 next! Sollen wir da noch einfach einmal? Ja. Ja. Sollen wir versuchen, da mal ein bisschen wieder nebeneinander Action? Ja, Lukas und ich sind geprobt. Peter direkt dahinter. Ja, okay. Peter halt mittendrin mit der Kamera. Okay. Ja. Go, 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 go. Alter, der eine Wipp, Junge! Du bist unter den durchgewippt einfach. Boah, Alter, die ist geil! Du hast nicht gedacht, wir nehmen sie weg. Sind wir gerade einen kleinen Trail mit allen Jungs gefahren und allen Mädels. Hat sich angefangen zu schiffen. Aber dafür richtig geil. Also mal ein paar Sprünge drin. Milan, Hunting Trail. Was denn? Ich hatte den Trail. Ja, pünktlich auf jeden Fall. Pünktlich. Pünktlicher als die Bahn. Ja, nee, macht Spaß. Aber ich sehe nicht mehr viel mit meiner Brille. Tobi, hinter, 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 hinter. Na, 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 na. Jetzt hier vorne einen Hubbel, weiß man überall und zum Bund. Ja, ja. Aber ja, da liegt halt überall Zeug, Mann. Kann man? Ich kann nicht so, dann bin ich hier so rechts ab. Piet, willst du, fährst du gerade oder sollen wir da so ein bisschen rechts rüber? Fahr jetzt erst gerade durch und dann so rechts raus da unten. Ja, okay. Okay, scheiß drauf. Okay. Lass einfach nicht crashen. Ready? Gemeinsam. Ja. Ja. Jo. Wow. Oh. Oh. Holy shit! Junge! Fuck! Bro! Sind wir hier gerade ein paar Trains gefahren? Mich hat's leider hier unten erwischt. Also ich bin nicht gestürzt, aber irgendwie ist mein Hinterrad explodiert. Und ich habe einen Platten. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wie mein Hinterrad fixen. So lange filme ich jetzt die anderen Jungs nochmal. Und die Johanna, die hier übelst geil runterfährt. Da kommt sie. Jawohl! Boah, aber er macht richtig Bock. Ja, aber schade, dass ich jetzt viele Sachen Platten habe. Muss ich kurz Pause machen. Bis gleich. So, Reifen ist geflickt. Ich habe Schlauch reingemacht, aber ich glaube, ich bin für heute durch mit Fahren. Morgen gehen wir auf jeden Fall nochmal eine Runde drehen. Hat Bock gemacht heute. Bei dir auch alles gut gewesen? Alles bestens. Einfach mal cool mit den ganzen Leuten zu fahren, oder? Cheers. Ja, und jetzt glaube ich, fahre ich mit der Party mit ihrem Pitbike.
zu der Bude hoch. Mal gucken, wie das ausgeht. Party, läuft es denn jetzt zwei drauf an? Der Film, ja, voll auf Speed. Okay. Nice. Wie schnell fährt die Karre? Dankeschön, okay. Für Shuttle. Ja, wo geht's? Ja, das ist geil, ey. So Ding brauche ich eigentlich auch. Okay, ich hab's überlebt. Das ist schon mal gut. Und hier oben ist hier die Bude. Das ist der Linus von Rose. Ich mach nur Wäsche hier. Er macht nur Wäsche eigentlich den ganzen Tag, ja. So, aber ein geiler Tag auf dem Rad. Ah. Und jetzt chillen wir hier noch ein bisschen. Vielleicht gibt's Abendessen und heute Abend dann noch ein bisschen Party. Und ich glaube, die Videopremiere von Jakobs neuem Film. So, wir haben jetzt Sonntag. Es hat tatsächlich die ganze Nacht geschneit. Schneit immer noch ein bisschen. Die Jungs gehen jetzt noch ein bisschen Fahrrad fahren. Ich habe mir leider vor einer Woche wieder die Rippen geprellt, die ich mir erst Anfang vom Jahr gebrochen habe. Und merke das ganz schön von gestern vom Fahren. Deswegen werde ich heute nicht mehr aufs Bike gehen. Aber die Jungs hier sind motiviert. Wir sind motiviert. Wir haben Bock. Ja. Es wird aber arschkalt und deswegen habe ich den nächsten Bock. Von daher chill ich jetzt noch ein bisschen auf der Hütte. Der Bernd schnappt jetzt nochmal meine GoPro, macht ein paar Aufnahmen und ja, aber war bis jetzt ein mega nice Wochenende. Go! Einfach shredden! Alter! Alter! Boah, Alter! Alter, ich hab gar nichts gesehen, einfach ohne Brille! Und? Nils, hat dir gefallen? Richtig gut. Richtig geiler gut. Vibe, coole Leute, bisschen Riding, gutes Wetter, alles top. Nice. In diesem Sinne, Peace.